So. Noch Fragen? Eine Kettenrüstung. Oh, die geht mal zu dir, weil ich die vielleicht gebraucht werden kann. Bier irgendwo hin. Geld, Geld, Geld und noch mehr Geld. Rohrhautrüstung, Lederrüstung kann alles weg. Armbrust auch. Und du, was hast du dabei? Ein Jagdbogen, Lederrüstung, Fleisch, Geld. So. Öl kann weg. Schriftrolle, die kann mal zu dir. Öl kann zu dir. Und was finden wir hier noch? Die Frachtkiste. Ein Zettel. Und Geld. Auf dem Boden der Kiste klappern fettige Hühnerknochen herum. Jemand hat die Initialen THS in den Baumstamm geritzt. Okay. Gucken wir mal kurz. Du kriegst mal das Bier, weil du Zwerg bist. Habe ich irgendwem schon Ale gegeben? Nö, dann kriegst du das Ale. Du kriegst die Zauberformel. Du hast eine Rüstung des... Ja, du hast eine Rüstung, die besser ist als die hier. Stichsicher und zweite Chance macht die nämlich. Du könntest die anziehen. Da ist aber deine Erholungsgeschwindigkeit um einiges geringer. Deswegen geht die mal ins Lager. Was steht hier? Tapferkeit plus 10. Tapferkeit plus 15. Was auch immer das für ein Rätsel sein soll. Ach, so ein Schweinchen kann auch mal weg. Okay, wir haben das Räuberlager erledigt. Aber ich denke mal, wir gucken uns die Karte fertig an, bevor wir einen Rückzieher machen. Vielleicht finden wir noch was Interessantes, außer noch mehr Würmknochen oder Drachenknochen. Auf jeden Fall noch einen Waldtroll. Warum auch immer die immer zuerst auf meine Hunde losgehen müssen. Wahrscheinlich, weil mein Wolf einfach als erster dran ist, so schnell wie der läuft. Ich hätte vielleicht doch einen Bären nehmen sollen. Sure. So. Ein Waldtroll war okay. Ein Waldlauerer? Zwei Waldlauerer, okay. What? Hey. Umhauen? How may I help? Benommen machen, Aura an. Ja. Yeah. Markieren. Oh, Wolf ist umgehauen. Okay, die sind von einer härteren Substanz, merke ich gerade. Lava. Hey. Du heißt dich am besten nochmal. Au, ich wurde auch schon umgehauen. Yes. Okay. Ich würde vorschlagen, wir ziehen uns erst einmal zurück. Die Jungs scheinen nämlich doch ein etwas höheres Kaliber zu haben. Sure. So, hier wäre alles geplündert. Ich will auf jeden Fall mir nochmal den Waldtroll holen. Oder es mal ordentlich versuchen. Einfach ordentlich drauf pretzeln und verteidigen und alles. Zauber habe ich eigentlich noch genug. So, du hast den gebunden.
Das sieht mal diesen hübschen Lilien. So, Todinner und weg. Sure. Die Trollhaut. Warte, wir gehen mal vorsichtig hier oben lang. Und hoffen einfach mal das Beste. Also ich glaube, ich muss die Viecher schwächen, mich stärken. Die lauern nämlich hier irgendwo. Okay, sie kommen. What? Dann stärken wir mal. Hi. Geben dem schon mal volle Breitseite, yeah, und markieren ihn. Lava und Bionxik. Hey. Und du versuchst ihn niederzuknüppeln. Don't even slowing it down. Was ist mit dir los? Du bist verwurzelt? Bewegungsunfähig. Hi. Okay. Hey. Du machst das. Du versuchst, obwohl es wahrscheinlich zu spät ist, zu heilen. Oh, das hat geklappt. Das ist ein Instant Heal. Und schwächst den da. Und du schwächst noch den. Yes. Und weiter mit einer dunklen Lanze. Und noch eine dunkle Lanze hinterher. Okay, Hund ist down. Du hast keine Heilzauber mehr. Jetzt bist du festgehalten, ne? Okay, wir kriegen die nicht down. Die sind noch zu heftig für uns. Dann verschwinden wir aus der Gegend mal. Wir machen noch einen Eintrag, dass da zwei Laurer im Nordosten sind. Und zwar Notizen. Titel eingeben: Schwarzauen. Und dort sind Waldlaurer Nordost. So. Warum kann ich meine Gruppe nicht mehr bewegen? Right. Ah, jetzt. Okay. Das heißt, wir hauen hier über den nördlichen Kartenrand ab. Zurück nach Goldtal. Dort müssen wir unsere Rastvorräte aufstocken und ja. Endlich mal bessere Waffen besorgen, jedenfalls für Hagrim. Eine Waffe, mit der er besser umgehen kann als mit der Armbrust. Und vielleicht reicht das auch hoffentlich für ein Level Up. Und was wir auch noch nicht gemacht haben, wir sollten ja eigentlich noch mal mit dem Magistrat von dem Dorf reden. Quest Schmiedslieferung. Tuatanos Ängste waren wohlbegründet. Ich fand die schwarze Hammerlieferung im Besitz einer Gruppe von Banditen, die den Nordrand der Auen heimsucht. Es scheint wahrscheinlich zu sein, dass Tauntus Arbeiter einen verfrühten Tod gefunden haben. Jetzt muss ich nur noch die Lieferung zurückbringen und mir meine Belohnung holen. Ja. Und dann reden wir mit dem Magistrat hier und dann gehen wir mal in die Ruinen. In der Hoffnung, dass es da unten nicht so heftig ist. Dann werden wir den Kompass besuchen.
Und dann werden wir erst in der Hauptstory weitermachen. Hallo. Good day, Stranger. Die Kiste übergeben. Ich habe die Lieferung gewonnen, auf die du gewartet hast. Tonto streckt die Hände nach der Kiste aus und hebt sie mühelos auf den Tresen. Ein breites Grinsen zieht ihm übers Gesicht. Na, das hast du tatsächlich. Das sind ja hervorragende Neuigkeiten. Endlich können wir wieder an die Arbeit gehen und dir zeigen, was Schwarzhammer Qualität bedeutet. Nicht diese leichten Schwertchen da. Hier ein kleiner Vorgeschmack für dich. Er duckt sich hinter den Tresen und kommt mit einem schweren Holzschild in der Hand wieder hoch. Großartiges Material stand dafür nicht zur Verfügung. Aber es ist immer noch Schwarzhammer Handwerkskunst. Nimm das durch ruhig schon mal. Und hier noch ein paar Münzen für deine Schwierigkeiten. Sein zufriedener Gesichtsausdruck verdüstert sich. Hast du jemanden beim Wagen gefunden? Der Wagen wurde von Banditen erbeutet. Ich bezweifle, dass deine Leute überlebt haben. Tuatano schüttelt den Kopf und fährt mit seiner Hand über seinen kahlen Schädel. Die armen Kerle. Ich sagte ihnen immer zu, ein paar Wachen anzuwerben, anstatt sich das Geld dafür in die eigenen Taschen zu stecken. Er seufzte. Ich werde noch mehr Helfer einstellen müssen. Du möchtest die nicht zufällig in Goldtan niederlassen und es mit Auslieferungen probieren? Er lächelt schwach. Vielen Dank für deine Unterstützung, Freund. Gib mir ein bisschen Zeit am Schmiedefeuer, dann kannst du dir eine Waffe aus der nächsten Produktion aussuchen. Des Schmieds Lieferung. Ja. Ist jetzt abgeschlossen. Kriegen wir schon neue Waffen? Hallo. Ich würde gerne deine Waren sehen. Was finden, was dir gefällt? Die gute Arbalest? Ein Haufen Zeug, was wir uns nicht leisten können. Dolche, Rapiere, Stilett, Speere. Noch mehr Zeug, was wir uns nicht leisten können. Schild. Gute Brigandine. Eine gute Arbalest hätte ich eigentlich ganz gerne. Und das Ding ist eine Speisekammer. Ich wollte gerade sagen, das Ding sieht doch aus wie eine Tür aus. Dieser Schild scheint tatsächlich einmal die Tür einer Speisekammer gewesen zu sein. Er ist noch immer mit dem Griff und den metallenen Bändern versehen, was ihm eine ordentliche Wucht verleiht, wenn man einen Gegner damit schlägt. Trotz seiner bescheidenen Herkunft lassen die Dellen und Kratzer an der Oberfläche des Schilds vermuten, dass er schon viele Schlachten erlebt hat und sich als robuste Verteidigung erwiesen hat. Auch wenn die grauenhafte Vorstellung bleibt, dass irgendwo eine Speisekammer ungeschützt offen steht. Okay. Gucken wir erstmal, was wir so verkaufen können. Wir können auf jeden Fall billige Jagdbögen verkaufen. Dolche brauchten wir auch nicht. Genauso wenig wie die beiden. Da muss ich mal gucken. Schwerter brauchen wir auch nicht. Äxte auch nicht. Streitkolben nicht. Den Zauberstab nicht. Und den Stab auch nicht. Lederrüstungen können weg. Achso, eine von denen wollte ich behalten. Rohrhautrüstung kann weg. Die Kleidung kann weg, Robe kann weg. Kettenrüstung können auch mal zwei weg. Ich behalte mal den Schuppenpanzer. Und eine Kettenrüstung. Hier können die Kutten und ein Helm weg. Und den Rest möchte ich gerne. Wolfshaut, ich nehme an, heute können weg. Briefe können wir aufheben, das Schwein bringt eh kein Geld. Fackeln sollten wir auch aufheben und handeln. So, jetzt hätte ich fast schon das Geld für die gute Arbalest. Schutzmauer, zweihändig, ist auch eine Arbalest, oder? Ja, definitiv. Ah, ich glaube, Campingbedarf kaufe ich drüben bei der anderen Frau. Wo wir bei der Gelegenheit auch mal kurz rasten könnten. Aber auf dem Weg dorthin rede ich kurz mit dem... Oh, wer kommt jetzt?